In diesem Video geht es um die neue Waschmaschine in der Einstiegsklasse von Miele. Die Miele WCA 030 WCS. Was dieses Gerät auszeichnet, das erfährst du jetzt. Die Miele WCA 030 WCS hat ein Fassungsvermögen von 7 kg und eine Energieeffizienz von A3+. Die maximale Schleuderzahl beträgt 1400 Umdrehungen pro Minute. Mit diesen Kennzahlen hat die Waschmaschine alles, was man von einer vernünftigen Waschmaschine erwarten kann. Und auch die Programmvielfalt lässt keine Wünsche offen. Neben den Standardwaschprogrammen wie Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle und Seide haben wir noch viele Spezialwaschprogramme. Zum Beispiel ein Express 20 Programm. Das ist kein vollwertiges Waschprogramm, sondern dient dafür, die Wäsche einmal aufzufrischen. Daneben haben wir aber auch Spezialprogramme wie für Dunkles und Jeans, für Outdoor-Wäsche, die gerade durch diese Imprägnierung besonders empfindlich sind, und auch ein separates Imprägnierprogramm, mit dem wir wasserabweisende Wäsche wieder imprägnieren können. Wenn man diese Spezialprogramme verwendet, empfiehlt es sich auch, das Cap-Dosing zu nutzen. Dabei werden Waschmittel-Caps in die Maschine eingesetzt, zum Beispiel mit Imprägniermittel, und passend für das jeweilige Waschprogramm wird dann das Waschmittel dosiert und die Wäsche genau so gewaschen, wie es für das Waschmittel erforderlich ist. Die Bedienung der WCA 030 WCS unterscheidet sich etwas von den Vorgängermodellen und den anderen Miele-Modellen im Einstiegsbereich. Die Miele WCA 018 WCS habe ich dir schon mal in diesem Video vorgestellt. Wie die Bedienung bei diesem Gerät funktioniert, das schauen wir uns jetzt einmal an. Durch Betätigen des Drehwaldschalters wird das Gerät eingeschaltet. Durch die Tasten, die hier grau hinterlegt sind, können die verschiedenen Waschoptionen ausgewählt werden. Durch mehrfaches Drücken auf dieses Thermometersymbol kann die Temperatur eingestellt werden, zwischen 90 Grad und kalt. Durch Drücken auf dieses Schleudersymbol genauso die Schleuderzahl zwischen 1400 Umdrehungen und ohne Schleudern. Hier in der Mitte, da besteht die Möglichkeit, verschiedene Waschoptionen einzustellen. Zum Beispiel eine kurze Wäsche, zusätzliches Wasser und eine verlängerte Einweichzeit. Die angesprochenen Caps, die werden über diese Taste ausgewählt. Auch bei diesem Gerät ist es möglich, eine Zeitvorwahl zu nehmen. Also die Maschine beginnt nicht sofort mit dem Waschvorgang, sondern in 30 Minuten, in einer Stunde und so weiter. Der Waschvorgang wird dann mit diesem Symbol gestartet und kann auch unterbrochen werden, um noch ein Wäschestück nachzulegen. Wie du siehst, ist das Einstellen des Programms ganz einfach. Diese Waschmaschine hat ein Fassungsvolumen von 7 kg Trockenwäsche. Und dabei ist natürlich auch die Miele Schontrommel mit verbaut. Die sorgt dafür, dass die Wäsche besonders gut geschont wird und lange hält. Bei diesem Gerät ist kein Edelstahl-Laugenbehälter verbaut, wie bei allen anderen Miele-Waschmaschinen, sondern ein ganz spezieller Verbundwerkstoff, der sich Glaron K nennt. Der Laugenbehälter ist das Behältnis, das sich außen um die Trommel drumherum befindet. Wie du siehst, hat diese Miele-Waschmaschine alles, was man von einer Waschmaschine erwarten kann. Und noch einige Sachen mehr, wie zum Beispiel das Imprägnierprogramm. Und das zu einem sensationellen Einstiegspreis. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Dann bekommst du regelmäßig Tipps vom Hausgeräteprofi. Bis zum nächsten Mal.